Ja, Switches loopen, das ist eben so ein Ding. Da ist nicht jeder von uns gerade Fan von und manche werden es vielleicht auch nie sein. Ich persönlich bin es schon. Ich enjoy das ziemlich hart. Ich wollte ein kleines Video darüber machen, wo ich so den Leuten, die jetzt gerade vielleicht neu ins Hobby reingekommen sind, zeige, was das Ganze bringt, was das Ganze verändert an dem Board. Und dass man es auf jeden Fall mal probieren sollte und am besten auch einfach machen sollte, weil damit kriegt ihr das meiste für euer Geld und holt das meiste aus eurem Switch dann raus. Dementsprechend habe ich mir heute einen Switch genommen, den man für so knapp 15 Euro für 70 Stück auf AliExpress bestellen kann. Wenn man ja eigentlich denken würde, ja, der klingt ziemlich Mist, tut er auch Stock, das zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, wie ihr gehört habt, ist das so ein bisschen so ein Cherry MX Blue im Schafspelz. Also es klingt halt einfach nur nach ein bisschen Lärm. Deswegen machen wir aus dem jetzt mal ein bisschen was Besseres. Deswegen habe ich den erstmal geloopt. Die ganzen 70 Stück war anstrengend. Ne? Habe ich über mehrere Tage gemacht. So mache ich das eigentlich immer mal ganz entspannt, weil das ja schon irgendwie eine sehr monotone Arbeit ist. Und als ich die dann im Endeffekt ins Board eingebaut habe, habe ich aber gemerkt, boah, das war es richtig wert. Ihr habt hier erstmal einen Soundtest mit meinen normalen Keycaps. Und dann nochmal mit einem SA-Profile, weil mir aufgefallen ist, dass es sein könnte, dass da ein bisschen dieses North-Facing-LED-Ding ein Problem wird. Zum Thema North-Facing-LEDs. Das ist relativ oft so bei einer bestimmten Switch-Ausrichtung, zum Beispiel die ich in meinem Board habe, wenn die LEDs halt eben nach Norden zeigen, wenn man aufs Board drauf guckt, dann gibt es Probleme damit, dass manche Keycaps, manche Profile schlagen dann quasi an den Switch an und verändern somit ja den Klang eures gesamten Boards. Gibt Leute, die nervt das nicht, gibt Leute, die nervt das. Kann man zum Beispiel dadurch eliminieren, dass man halt solche Switches hat wie ich, die ich normalerweise in dem Board drin sind, die heißen Fika Pandas. Oder halt eben SA Profile Keycaps benutzt. Deswegen habe ich halt die da drauf gemacht, wollte das einmal damit ausprobieren und klingt super. Klingt wirklich super. Und für alle, die das ein bisschen nachmachen wollen, den gebe ich jetzt einen kurzen Guide, wie man das macht. Ich gebe euch allerdings den Tipp, schaut euch das Video von Thea Types dazu an, werde ich auch verlinken. Total empfehlenswert. Der erklärt das total gut und unausführlich, wie man das macht. Ich werde es einmal grob erklären, wie ich es mache. Ich mache es aber auch ziemlich ähnlich wie das Tutorial. Und zuerst mal baue ich den Switch auseinander mit einem Switch-Opener. Das ist sowieso etwas, was ihr definitiv brauchen werdet. Weil das mit Hand zu machen, ist total der Quatsch. Dann sortiere ich all die Teile in verschiedene Gefäße ein und fange erstmal mit den Federn meistens an. Man kann die von Hand loopen, rate ich sehr hart von ab. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe aber von allen Leuten gehört, dass das total der Quatsch sein soll. Deshalb habe ich meine in so eine Plastiktüte reingetan. Ein bisschen Crytox GPL 105 rein. Das ist ein ölbasierter Schmierstoff. Und damit dann einfach das Ganze ein bisschen geschüttelt. Da kommen auf 70 Switches, habe ich da ungefähr 70 Switches, im Endeffekt 70 Federn, habe ich irgendwie, 20 Tropfen ungefähr reingetan. Ist ein bisschen viel gewesen, tendenziell weniger. Und habe einfach ganz, ganz lange geschüttelt, damit die alle so eine schöne Schmierung einfach haben, dass es schön gleichmäßig ist, dann massiert man das noch vielleicht immer so ein bisschen ein und dann ist man mit den Federn eigentlich auch schon fertig. Dann kann man dann schon mit dem Prozess des Loopens tatsächlich beginnen, das heißt man nehme sich Crytox 205 G0 oder vielleicht einen Schmierstoff man auch immer präferiert im Endeffekt und einen dünnen Pinsel und dann fängt man mit der unteren Gehäusehälfte an. Dort nimmt man sich dann einfach aus der Schale, wo das Crytox drin ist, nimmt man sich halt so eine kleine Pinselspitze. Das sollte einfach so ein kleiner Ball sein, so ein kleiner weißer Ball. Und den verteilt man dann erstmal auf den beiden Seiten, wo der Slider dann im Endeffekt, das ist die untere Gehäusehälfte, berührt. Das verteilt man da einfach erstmal ganz schön. Und dann
verteilt man es einmal nochmal richtig auf beiden Seiten. Meistens mache ich es dann nochmal so, dass ich danach dann so ein bisschen durch diese Mittelführung gehe und einfach nochmal durch die Seiten und sowas. Danach kommt dann, wenn ihr die Switches auch noch filmen wollt, was ich auch nochmal sehr empfehlen kann bei den meisten Switches, kommt dann den Switch-Film drauf. Danach packe ich meistens schon die Feder rein. Und als nächstes nehme ich mir den Slider, den Stem, wie auch immer man das Ding nennen möchte. Pack den auf meinen Halter. Da gibt es auch welche auf AliExpress, kann ich auch nur sehr empfehlen. Ich habe das einmal mit Hand gemacht bei meinen allerersten Switches. Und so ein Ding ist wirklich ein Segen, was die Produktivität bei dem Ganzen angeht und auch dafür, dass ihr halt nicht eure Finger voll mit Crytox hat. Danach machen wir es wieder genauso wie bei der unteren Gehäusehälfte. Nehmen uns so einen schönen Ball von Crytox auf euren Pinsel drauf, verteilen den erstmal auf den beiden Seiten des Sliders, die in diese untere Gehäusehälfte reinkommen. Und danach nehmen wir den Rest, machen den ein bisschen auf die Vorderseite, ein bisschen auf die Rückseite, sodass wir halt ungefähr den Pinsel relativ leer haben. Und dann ist es eben genau jetzt wichtig, dass wir halt immer die gleiche Reihenfolge nehmen. Das heißt, wir fangen auf einer Seite an, könnt ihr euch aussuchen welche, und verteilen da das erstmal auf der gesamten Seite. Danach gehen wir auf die Vorderseite mit den Beinen und verteilen das dort oben und natürlich auch auf den Beinen. Wenn ihr jetzt einen Linear Switch habt, wenn ihr einen Tactile Switch habt, lasst es lieber bleiben, weil damit verliert ihr euch komplett die Taktilität des Switches. Die Tactility whatsoever. Und da verteilen wir das dann einmal auch richtig schön. Dann machen wir auf der anderen Seite, also wieder der Slider-Seite, die ans Gehäuse letztendlich andockt, und dann nochmal auf der Rückseite. Den Rest benutze ich dann meistens nochmal, um so ein bisschen diesen unteren Stamm, diesen unteren Stab zu loopen. Und dann sind wir fertig. Dann kann das Ding da drauf. Wichtig ist, mit den Beinen zur Seite, wo die Kontakte liegen. Danach die obere Gehäusehälfte. Da ist eben halt wichtig, dass diese LED-Seite auf die LED-Seite kommt und diese Wölbung auf die Seite kommt vom Kontakt. Nicht falsch herum, sonst habt ihr ein ganz großes Problem. Dann könnt ihr den Switch nämlich wegwerfen. Und das Ganze macht ihr jetzt 70 Mal. Yeah! Am besten schaut ihr euch währenddessen irgendwie, was weiß ich, eine Serie an, ein paar YouTube-Videos, hört ein schönes Hörbuch oder sowas, macht irgendwas, was euch noch ein bisschen mehr beschäftigt, weil das ist eine sehr, sehr anstrengende Sache. Das sage ich euch, wie es ist. Ich habe das jetzt zweimal schon gemacht und es ist nicht ganz so gut. Ja, aber es ist auf jeden Fall das ganze Welt, habt ihr gerade in meinem Video gesehen. Von daher, wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, schreibt mir in den Kommentaren. Oder auf dem Discord. Und ja, haut rein.